Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, hier an Tag 5. Moin Minas. Was willst du mit der Nagelpistole? Willst du mich nageln? Na. Warte mal ganz kurz, komm mal her. Hast du noch einen Woodframe, zufällig? Ja. Und zwar, ich habe mich hier verzählt. Hier. Da noch in die Ecke. Ah, oh, okay. Stell dir mir den da hin. Ja, ich mache einfach mal hier so zu, ne? Ich keine Ahnung. Ich mach mal so eine Ecke, damit ich mal so eine Quest noch fertig bekomme. So, ich war gerade in der Pause kurz drüben und hab nochmal Schwarzpulver angesetzt, Schießpulver. Wo und warst du drin? Wir brauchen halt ein Tool and Die Set, ganz dringend, und ich büße euch nochmal kurz zum Händler. Wo warst du drin? Drüben? Hier in dem Rocky Stiff Tools. Ah, okay. Könnten wir eigentlich mal eine Rampe rüberbauen, oder? Was hab ich gemacht in der Nacht? Ich hab gerade gefrühstückt, weil ich hab... Oh, hast du einen Frosch drüber gesetzt? Das ist ja geil. Süß, ne? Ich hab gekocht, und zwar 10 Würstchen, 10 mal... Oh, das ist echt... Also, knackt, musst wirklich 20 Minuten Realzeit wartest du im Feuer, und das habe ich gemacht, indem ich die Küche gerade gemacht habe, die Spülmaschine aus und eingeräumt und was zu essen gemacht, wie im wahren Leben. Weil nur an der Zukunft, ich, wir haben heute den 11.8., wir haben Sonntag, 11.36 Uhr und meine Mama hat Geburtstag. Happy Birthday, Mama. Happy Birthday, Mama. Wie hub ich da nochmal? Was, das ging doch mal. Ja. Jetzt 12 oder was? Auf jeden Fall habe ich hier gewartet und ja. So, ich brauche jetzt. Okay, Bike ist auf jeden Fall fertig. Um weiterzukommen, ja, bräuchte ich jetzt Chrysanthemen und hier Golden Shower, Golden Rod Flower. Ja, das nicht. Das will ich natürlich nicht. Ja. Das will ich natürlich nicht auch. Weißt du, was wir in der nächsten Nacht mal machen können? Also bitte. Wir können in der nächsten Nacht, ich nehme jetzt mal die ganzen Mods hier raus. In der nächsten Nacht könnten wir mal in der Erde buddeln. Oh ja. Weil wir haben ja unten den Schacht da bis auf dem Bedrock. Heißt es ja auch Bedrock? Ich glaube ja. Ausgebuddelt. Ich mache jetzt mal die Mods für die Waffen. Ah, die ist noch locked da oben. Nee, die ist. What? Die ist unlocked. Ach, da bist du gerade drin wahrscheinlich in der mittleren Kiste. Ja, ja, ja. Wo machen wir die Mods für die Waffen hin? Ja, hier sind die doch alle schon. Sind hier? Fla, weggeflankt, die Olle, ey. Von einem Sicherheitsschuss. Wo sind Mods für Waffen drin? Nein, ich meine die, Entschuldigung, nicht für Waffen, diese, weißt du, diese Fläschchen, die Farbfläschchen. Ach so. Egal, ich mach dir eine Kiste, wo die Klassenquests drin sind, da ist eh genügend Platz. Willst du das Wire-Tool verkaufen? Bringt nur 15, also ich finde das ein bisschen scrubby. Ja, ich habe noch eins in der Tasche hier. Ja, dann scrubby ich's. Wir sind an Tag 5. Wir haben eigentlich noch einen Tag Zeit zu drödeln und dann haben wir Tag 6 und 7 uns die Base abzu sichern, oder? Ja. Beziehungsweise, ich würde den Kampf vielleicht eher hier auf dieses andere Gebäude verlagern. Weil bei uns macht das keinen Sinn. Auf welches Gebäude? Auf so ein kleineres, was nebenan steht. Ein bisschen weiter weg ist, weißt du? Mhm. Haben wir nicht in der Nähe noch eins aus Stahl? So wie unsere Tanken sind? Ein kleiner, das kann sein, ja. Irgendwo in der Nähe? Weil dann können wir das ja nehmen. Oder wir müssen halt eins ausbauen, was halt möglichst klein und viereckig ist. Also hier schräg gegenüber wäre eins ein Gebäude. Ja, wir müssen das vor allem mit dem Pathfinding hinkriegen, dass sie dann die Rampe hochlaufen. Hier direkt gegenüber gibt es auch eins. Direkt gegenüber ist auch dieser Laden, wo ich gerade durchgelootet habe. Dieser kleine Essensladen. Das ist ein kleiner Würfel. Ja. Also den können wir. Wo bist du jetzt hin? Du bist zum Händler? Mhm. Hast mich hier alleine gelassen. Mhm. Mhm, sagt er ganz frech. Du bist schon groß. Du bist schon groß. Du wie, schon. Wie macht man das Upgrade der Woodbars? Da muss es doch ein Upgrade-Kit geben oder sowas. Weißt du das? Ja, ich muss sagen, keine Spucker da sind, ist es irrelevant. Nee, ich kannte die Dinger noch gar nicht. Weil, also ist jetzt nicht problematisch, aber das ist ja so ein Symbol, das sind wie Holzbretter mit Nägeln dran. Da ist es, Wood and Nails heißt das. Das wird hergestellt aus Wood und Nails. Okay. Dann schmelze ich mal ein paar Nägel drüben raus, oder? Aus der Forge. Ja. Das, Nägel haben wir noch viele, aber guck mal. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich die alle in der Tasche habe oder ob ich welche da gelassen habe. 228 Nägel, das langt auf jeden Fall, um diese 50 Wood and Nails zu machen. Das sind ja ein paar.
Ah, das muss man aber lernen. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los mit Nail. Mit dem Perks. Der Typ hat gute Sachen. Ja, jetzt fängt's mich an. Ammo Crafting, Tool Crafting. Mechanic Master. Meh. Wie macht man das? Crafting Stone Scrub? Ah, nee, das kann nicht sein. Eine Tungsten Chainsaw. 50.000 will der haben. Also, pass auf. Ich suche eine Skill, mit dem man diese Nails and Wood da lernen kann. Mhm. Wood and Nails requires upgrade wooden blocks to reinforce state. Ist das was mit Upgrade? Upgrade. Sag mal, brauchen wir noch Fragmente? Also Bilder. Hier, Fragmente. Bitte, was brauchen wir? Klassenfragmente. Der hat hier noch Bilder, Mechanic und Skola. Wir brauchen ja insgesamt wahrscheinlich 10, ne? Von jedem. Mhm. Was hat er noch da? Bilder, Mechanic und Skola. Soll ich die mal alle mitnehmen? Haben wir. Skola haben wir 5. Skola haben wir 5. Also da bräuchtest du, wenn dann nur 5. Bilder und Bilder haben wir nur 1. Ja, komm, ich glaub, und Mechanic haben wir 2. Also wenn er jetzt gerade nicht 20 da hat, dann... Hier, Builder Class. Builder Recipe. Hm. Das kann ich alles nicht lernen. Es muss irgendein Builder Quest geben. Ja. Das ist ja dumm. Weißt du, dass du nicht erkennen kannst, was du lernen musst, damit du das kannst? Ja. Steht das vielleicht in der Quest? In der Builder-Quest? Exclusive Recipes, Work. Nee. Und mehr verkaufen. Das ist ja dumm. Wenn ich es weiß, ich nicht, wie man das Update da macht. Ich brauche halt dieses Rezept für diese Latten und die Nägel. Das nennt sich Wood and Nails. Ja. Aber das kann ich nicht. Also das muss man irgendwie noch lernen als Rezept. Das muss ja irgendein Perk sein. Also Build habe ich geguckt. Da findet man auch was. Und zwar bei diesem Typen mit dem Building Recipes gibt's hier. Aber da kann man How to Craft Building Recipes. Das gibt's nicht. Level 1. Mehr hat man nicht. Dann gibt's die Builder Class. Das ist alles unter diesem Cowboy-Symbol. Oder ich nenne mal, dass das ein Cowboy ist. Diese Glass Perks. Guck mal, ohne Filter. Vielleicht sieht man da noch was. Builder Class. Nee. Das sind alles Rezepte, die man später lernt. Ammo and Crafting Perks. Ist es vielleicht hier dabei? Bowmaster, Ammo Master, Rifle, Shotgun passt ja alles nicht, ne? Die Macheten passen nicht. Und das hier unten passt eigentlich auch nicht. Mechanical Master. Nee, alter Schwede, diese Haufen, die hier rumstehen, ne? Ja. Da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel Gold, Silber, Diamanten. Also das mit der Builder Class weiß ich. Das ist der Kracher. Man müsste jetzt mal googeln. Ja, du kriegst, das ist ja das Schöne an der Mod, dass du diese Ressourcen an der Oberfläche hast, aber ja gut, schade eigentlich. Hm. Bisschen blöd, wenn man da so hängen bleibt dann, ne? Nails und schieß mich tot. Iron. Ah, die Covered Glass kann ich machen. Ja, Nails and Wood and Nails nennt sich das. Hattest du drüben noch Iron rausgeschmolzen? Nee. Bräuchte nämlich mal ein bisschen, oder war hier noch was drin? Auch nicht. Da ist Forged Steel. Das ist ja mal richtig lecker hier. Oh, brauchen wir nicht mehr. Oh, wie viel ist denn da?
hier sind so viele. Okay. Wo bist du? Du haust gerade Ressourcen neben dem Händler weg. Ja, ja, hier ist so ein dicker Stein und hier kriege ich einen Voxel mit Dingsbums immer raus hier. Und nicht nur einen Voxel, sondern richtig viele mit Diamanten und so einem Scheiß. Du hast schon den Mechanic Class, hast du schon angefangen, ne? Oder fertig gemacht sogar. Dann würde ich das nämlich auch gerade mal machen. Bicycle Chassis. Aber das muss man auch lernen. Welche Klasse ist denn? Welche? Die Orga, die du zu Hause hast, ne, macht extrem heftigen Damage, ja, ne? Ja, die ist sogar noch gepimpt. So sagen. Okay, dann hole ich mir die mal eben, weil. Kannst du mir kurz sagen, was du gelernt hast an Skill, damit du das Fahrrad bauen konntest? Mechanic, Dingsbums Klasse war das. Aber welchen. Craftman, Hammer und Forge? Nee, kann es nicht sein. Ne, irgendwas mit Mechanik war das. Craftman. Mechanics hast du, okay. Kannst du nicht lernen? Das musst du wahrscheinlich etwas anderes hier. Craft Mechanical Master, das habe ich gelernt. Oh shit, jetzt habe ich immer gekauft. Wooden Nails kann ich aber immer noch nicht, schade. Ich guck mal, wo das war. Bicycle kann ich auch noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal Skillpunkte, weil ich den Rest verskillt habe. Ne, eine Mechanic Class war das nicht. Also die Skills kannst du zumindest nicht da rausholen. Ja gut, ist nicht so wichtig. Ich habe jetzt irgendwann keine Punkte. Ich muss erstmal wieder. Oh, warte, ich habe die Quest halt angefangen, ne, von dem Mechanical-Ding. Da stand dann halt hier, mach einen Fahrradrahmen, mach das, mach das. Genau, und dazu muss ich aber die Rezepte erstmal wissen. Und die habe ich noch nicht. Ich kann noch keine Rahmen craften. Craft a wooden baseball bat. So, wie mache ich ein baseball bat? Melee Weapons. Müsste ich wahrscheinlich, irgendwie gibt es irgendeine Klasse. Ich mache uns jetzt mal eben ganz schnell ganz viel Geld und hole mal so die wichtigsten Sachen. Der Händler hat jeden Tag Restock, das ist richtig cool. Jeden Tag? Jeden Tag. Das ist aber ungewöhnlich, oder? Ja. Oder vielleicht in der Mod so gedacht? Ich finde es sogar eigentlich ganz gut. Ja, ja, klar, also es ist angenehm. So, jetzt kann ich mir ein Baseballbett machen. Jeden Tag die Chance auf tolle Preise. Was Schübel? Ich hole jetzt Ressourcen und ja, Tool und Dice Set ist absolut unerlässlich. Vielleicht ist das ja in der Baustelle hinten irgendwo. Ist ja geil, ich erkenne, wann du kommst. Also. Ja. Weil das Symbol auftaucht. Also, das klang jetzt falsch, aber. Nein! Steel Orga. Hat die für eine Block-Damage? Ja, 57. Leck mich doch am Tückerli. Damit gehst du auf jeden Fall gut da durch. Jo, das tue ich auch, weil. Die 25 Diamanten, Zombies so mit einem Baseballschläger. Hast du dir schon Baseballschläger gecraftet? Nö, ich glaube nicht, nee. Weil da gab es einen Quest, du musst 25 Zombies töten mit einem Baseballschläger. Nur so. Ja. Ja. Mit dem selbst gecrafteten oder ist das egal? Ist egal, any Dings. Deswegen nehme ich den Stahl. So, jetzt kann ich mal gucken. Für irgendwas brauche ich doch das Eisen. Upgrade Woodblock, keine Ahnung, wie es geht. Golden Rod haben wir auch noch nicht. Die Cover. Alter Vater, wie geht das Ding denn ab, ey? Juhu! Ja, die Orga macht ein bisschen mehr Bass. Alter Schwede, ey. Oh, wir brauchen Duct Tape ohne Ende. Hast du nochmal Kleber eingekocht für Duct Tape? Ich hatte ganz viel Kleber gemacht. Habe ich in der Tasche. Okay. Alles klar, dann komme ich jetzt mit dem Fahrrad zu dir. Achso, Moment, was habe ich noch für eine Quest? Ich habe die Zombie-Kill-Quest. Ja, da komme ich zu dir. Du machst jetzt Krach mit dem Ding, mit der Orga, dann dürften bei dir auch Zombies auftauchen.
Dann muss ich irgendwie nochmal rausfinden, wie man ein Fahrrad craftet. Ich glaube, wir haben ja alles. Da kommt einer. Na, lass sie mir. Ich brauche die. Ja, ich hab die schon mal angekriegt. Ah, sehr gut. Du beschützt mich, ja? Ja, ja. Was ist denn hier für ein Loch? Hast du das gebuddelt? Das haben wir gebuddelt. Ich glaube, das ist unsere. Ja, ja. Unsere Mining-Aktion. Aber hier spawnt nichts. Ich guck mal, ob im Haus hier noch welche leben. Junge, ist das geil. Die Orga? Ja. Ja, ja, vor allem diese Knubbel. Ich habe jetzt 68 Silber, 30 Gold, 8 Diamanten. Also dieser Baseballschläger, was ist das für ein OP-des Teil? Das hat ich wollte doch eben den Kleber hinschmeißen, ne? Ja, den Kleber brauchst du? Ich brauche Duct Tape, um genau zu sein. Also muss ich mit Stoff arbeiten. Okay, ich schmeiß ihm einfach die Hälfte am Boden. Nicht warte, hier. Ich bin noch nicht bei dir. Ich bin hinter dir. Achso, danke. Bitte? Kann ich vielleicht auch voll hier die Klamotten machen? Scrap Iron? Nee, geht nicht. Okay, ich brauche noch ein paar Zombies. Gehst du mit mir ins Haus hier? Ich fahre die Knubbel ab hier. Fahr mal die Knubbel ab. Ich gehe mal hier Zombies töten, wenn ich welche finde. Ich dachte, ich flüge mich mit dem Baseballschläger, wenn man einen selber machen könnte, der noch ein bisschen gepimpt ist, flügst du dich die Zombie-Horden. Hm. Ja, wenn der Level ist oder so und dann noch geupdatet. Ja, ja. Das ist der Hammer, das Ding. Juhu. Aufwachen, ich bin da. Och, die war doch gleich tot. Was war das? Ranch und Fernseher, hast du gesagt, müssen wir machen, ne? Wegen Plaster. Der Fernseher, ja. Ja, ein bisschen was gibt's auf jeden Keks Fall. Ist. Ja, vor allem wenn du den Perk ausgesetzt, den Mechanik, dann kriegst du ja eh noch 10% mehr Klamotten durch die Ranch raus. Diese unfassbar. Also ich meine, wir haben ja, das Einzige, was wir hier verändert haben, ist ja die Dings. Wir können echt mal den Schwierigkeitsgrad höher drehen, oder? Was meinst du? Ja. Das war nur eine Stufe. Na gut. Nee, lieber durchflügen, bevor es wieder schief geht am Ende. Ich habe ja mal gehört, dass ab 7 die Zombies härter werden sollen, ne? Ab 7 geht die das ab 7? Alleine. Ja, Tag 7 ist dann doch immer so, dann rennen die auch mal tagsüber. Ach so, das mal sehr, ja, das wird noch richtig eklig hier. Also die zieht noch richtig an, habe ich gehört. Nee, ja. Das waren eigentlich nur versteckte Regieanweisungen. Ach so. Ich bin nicht so ganz da. Nee, aber die werden wirklich stärker später. Hier sind ja ganz viele Spucker und Ferale. Also wir werden noch so wahrscheinlich uns wünschen, dass es ein bisschen leichter ist. Von daher. Wir werden wirklich hier so probiert kommen. So, ich bin gerade Level 80 geworden. 81. Tag 5. Ja, das kommt durch das Bohren. Jetzt kriegst du unheimlich XP. Jo. Das fühlt sich gut an. Ah, hier, ich geh mal hier. So, zwischendurch 134 Silber. Ein Wert von 4000, das Gold hat einen Wert von 3000, die Diamanten haben einen Wert von 3000. Wie viele Diamanten hast du jetzt rausbekommen? Boah, 18 oder so. Und ich bin noch nicht fertig, ne? Also, ich bin immer noch Knubbel im Wald. Den mache ich jetzt noch weg. Ich sehe einen Knubbel im Wald. Das ist doch ein BR. So. Oh, ein Hund ist hier drin. Da war ein Hund drin. Boah, der Schreier ist echt wirklich.
Mann, ist so, das noch, geil. Noch ein Zombie. Kann alles, ey. Ich habe hier ein Cracker Book gerade aufgemacht. Oh, cool. Da könnten viele Glasdinger noch drin sein. Ach, das ist schön. Ein schöner Nebeneffekt ist, ich habe jetzt auch ordentlich Kohle und Potassium. Wir fahren Richtung Hinde und kaufen unseren Scheiß. Das ist Seven Days to Die Lied, das offizielle. Ja. Ah ja. Und wir stehen morgens auf und wir brechen uns am Bein. Und dann laufen wir in blinden Horde rein. Lalalala. Siehst du, haben wir schon den Song. Bisschen Kinderliedermäßig, ja. Ja, können wir machen. Oh, ist ja ein Geier. Oh, ich muss was essen, mein Magen grummelt. Bacon Eggs ist fein. Mach dir jetzt mal recht, weil ich bin nicht mehr dir. Ah, hier sind nur Hunde drin in der Hütte. Das ist schon cool. Der zweite Hund, der mir. Wie Leder. Hier ist irgendwie so ein Killing Spree. Also den Baseballschläger haben sie den Knockback ein bisschen hoch eingestellt für meinen Geschmack. Das Ding geht ab. So, gather a wood handle. Da, ich glaube, da hatten wir eine drüben, ne? Na, dann gehe ich mal schnell nach Hause. Hatte ich ein Fahrrad? Ja. Ich nenne die Orga jetzt Felsenlutscher. Ein cooler Nickname, ja. Oh Gott, ist er bei Twitch ja schon vergeben. Oder? Meinst ja. Du? Ich hatte gestern so einen Gedankenranken, hatte ich als Idee. Was? Gedankenranken. Achso, ich kenne Gedankentanken also, von YouTube. Genau, das ist der Kanal Gedankentanken, aber Gedankenranken, also Gedanken, die sich ranken, abends an Tanken, den Tanten danken. Ach, du meinst, wenn Leute wie früher so an der Tanke stehen mit den Autos, schön den Kofferraum auf, Subwoofer, volle Pulle an. Nee, so meine ich zwar nicht, aber ja, nee, Gedankenranken war einfach das so. Ist, nee, aber das meinst du so, du gibst ein Stichwort und man genau. Brainstormt einfach irgendeinen Blödsinn drauf los. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Craft a hunting knife. Wir können ja auch mal im Spiel, wenn wir irgendwie farmen oder so, sag schnell so, uns gegenseitig Sätze vervollständigen. Mhm, ja. Mhm. Fighter Knife, you can't fight combat knife. Hunting Knife, hm. Vielleicht Blade Weapon? Bin schon wieder an dem Punkt, wo ich wieder den Dings suche. Ah, hier. Ich bin am Punkt, wo ich kein Benzin mehr habe, das ist ein bisschen doof. Okay, fahr ihm zum Händler, gib ab. Dann habe ich jetzt 238 Silber, 81 Gold, 22 Diamanten. So, ich bin mal weg, ne? Tschüss! Tschüss! Player disconnected from your channel. Genau. Hier auf dem Privatserver. Hunting Knife. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich nicht weiß, was ich für eine Klasse lernen muss, damit ich ein Hunting Knife craften kann. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Das ist mir zu... Das ist nicht zu, aber... Ich kann ja die Klassen selber kann ich ja nicht lernen, sondern es sind ja Punkte, die ich vergebe, ne? Also... Hier, Blade Weapon Master. Ne, das ist aber nicht... Irgendwo ist es, man übersieht es auch schnell, weißt du, ein bisschen Aufnahme, ich sag, ja, komm, schnell gucken. Guck doch gleich nach der Aufnahme. So, ich sag mal eben, wie viel Geld wir jetzt haben. Wir haben jetzt aktuell nichts. Doch, 4.618. Jetzt verkaufe ich all das, was ich gerade gefarmt habe, also Gold und so weiter. Das wächst ja wie auf Boden. Hier, Toolcrafting, da haben wir was. Crafting Mechanical Master, nee, das auch nicht. 22.500. So, als würde ich bei dem Mann gerne noch... Ach, Lucky Looter habe ich noch. Ist das vielleicht was mit Tool? Possible? Possible. Tool Workstation. Ah, Tool Workstation. Iron Tool. Nee, habe ich gelernt. Steel Tool habe ich noch nicht.
Okay. Crafting Skill, Tanks and Diamond Tools. Oh, da gibt es eine Diamond Pickaxe am Ende. Deswegen nicht verkaufen die Diamanten, ne? Was? Doch. Nein. Was wolltest du machen? Hammer and Forge? Was wolltest du herstellen? Ein Hunting Knife. Start building with Forged Iron. Guck mal auf Seite 5, Hammer and Forge. Hammer and Forge habe ich. Und da? Vielleicht ist er dabei. Oder Advanced Engineering, yeah, Science. Intellekt auf Level 6, dann kann ich die nächste. Ich spüre mal gerade. Ne, ich habe keine Punkte mehr. Nein. Jetzt gucke ich nochmal auf Knife, aber ich glaube. So. Nee, kann ich immer noch nicht. Hm. Okay. Na gut. Es hat nicht sollen sein. Wielding Porch, braucht man die? Die eine Kiste ist jetzt voll hier oben. Was? Wielding Porch? Oh, ich kann Crucible. Oh, der gute Sache hier. Soll ich mal die Rezepte, dass wenn man von jedem Rezept nur zwei da haben, dass ich das mal aussortiere? Ja. Weil dann würde ich sagen. Dass wir den Rest dann scrappen zu, wie heißt das? Points. Okay. Builder Class Fragment, Mechanic Class Fragment. Okay, cool. Ich habe uns jetzt ein Crucible geholt und Welding Torch oder Wielding Torch. Das ist für die Workstations, weißt du, die Teile, die da reinkommen. Mhm. Die praktisch die Tools sozusagen. Ja, genau. So, jetzt komme ich nach Hause. Krasser Schissel. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde sagen. Was, sind schon wieder 27 Minuten? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Jetzt schon wieder vorbei, ja, leider. Hashtag Trennung, wir haben ja irgendwie die ganze Folge. Haben wir uns überhaupt mal gesehen? Ja, kurz haben wir uns gesehen. Ja, Trennung für getrennte Wege sozusagen. Genau. Aber das ist natürlich keine Trennung für die Ewigkeit, sondern nur bis zur nächsten Folge. Die gleich direkt im Anschluss bei uns kommt und bei euch dauert es noch ein wenig. Genau. Cool, so schaut es aus. Gut, hat mich gefreut, Herr Kaiser. Das war mein Fest, wie immer. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss.